willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute spielen wir mal ein neues Game. Und zwar spielen wir heute Green Hill. Ausgesetzt im Dschungel. Und wir starten rein, ich sag mal, in einen normalen Spielstand. Das einzige, was ich abgeändert habe, ist, ich habe die Stämme ausgeschaltet, weil Feuer ist schon nützlich und ich denke mal, in einem normalen Überlebensspiel und auch wenn man noch im Dschungel ausgesetzt ist, ist es nicht schlecht, ein Feuer auf seiner Seite zu haben. Und das Problem mit Stämmen ist, die sind halt ziemlich geil aufs Feuer. Und dadurch, dass ich nicht so einen automatischen Wecker haben möchte, dass mich um 4 Uhr morgens irgend so ein Indianerstamm aufweckt mit einem Speer in der Kehle, habe ich die jetzt einfach mal ausgestellt. Es gibt trotzdem genug Gefahren hier im Dschungel. Also es ist nicht ohne. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen gespielt. Das heißt, ich werde jetzt nicht gleich in den ersten 5 Minuten abkratzen. Zumindest hätte ich das mal so geplant. So, wir starten hier jetzt direkt mal rein. Mal gucken, was wir hier haben. Ein paar Lianen. Erstmal alles mitnehmen. Kann man nie genug haben. Dann müssen wir suchen, ob wir irgendwo ein paar Stöcke finden. Ja, noch ein paar Lianen mitnehmen. 5, 6, 7, 8. Hier haben wir einen Stock. Sehr gut. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, wo wir hintreten. Weil hier im Dschungel gibt es einige Gefahren. Schlangen, Piranhas, Arachnoiden gibt es eigentlich auch. Die habe ich jetzt aber noch nie gesehen. Vorne zum Beispiel sehe ich schon eine Schlange. Gibt's Tiere? Wir müssen auch auf unsere geistige Gesundheit achten. Das bedeutet so viel wie, dass wir nicht verrückt werden hier allein im Dschungel. Hier haben wir ein paar Pilze. Wollen wir gleich mal probieren. Nehmen wir gleich mal ein paar mit. Falls wir einen Hunger bekommen. Hier haben wir übrigens unsere Anzeige. Proteine, Kohlenhydrate, Fette und unsere rechts unten ist unsere Hydration. Da sollten wir auf jeden Fall schauen, dass das alles im grünen Bereich bleibt, beziehungsweise dass wir gesund bleiben. Und ich habe mir gedacht, wir spielen das jetzt ein bisschen, wir machen das ein bisschen interessanter. Ich spiele das Spiel hier auf 3 Leben, das bedeutet, wenn ich 3-mal sterbe, ist das ganze Let's Play hier auch vorbei. Ist aber nicht so tragisch. Oh, ich dachte, das ist ein Stein. Das ist übrigens eines der geilsten Geräusche in diesem Spiel, wenn so ein Gürteltier auf einmal so einen asthmatischen Anfall bekommt. Übrigens, wir haben ja jetzt ein paar Sachen bekommen, und zwar einen Stock. Achso, nein, ich habe noch keinen Stein, ich muss noch einen Stein suchen. Vor lauter Laverei habe ich vergessen, dass ich gar keinen Stein habe. Hier sind ein paar Pilze, die probiere ich gleich wieder mal. Wir müssen hier übrigens alles testen, ob es essbar ist. Weil wir natürlich die meisten Pflanzen hier noch nicht kennen, hier ausgesetzt sind in der Wildnis. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel selbst kennt. Wenn ihr das Spiel kennt, wisst ihr, um was hier eigentlich genau geht. Wir waren auf einer Expedition. My girl wurde von irgendwelchen Indianern verschleppt. Ich wollte sie suchen gehen, jetzt habe ich mich verlaufen. Also, man merkt wieder nicht allein durch den Dschungel spazieren. Wir werden aber auch spazieren. Ich will jetzt nicht zu viel laufen, das braucht nämlich zu viel Ausdauer. Hier haben wir noch eine Wasserstelle. Möchte ich jetzt aber nicht trinken, ehrlich gesagt. So schlecht sind wir noch nicht beieinander. Wir haben noch gute Stats. Ich möchte mich hier erstmal ein bisschen umsehen. Vielleicht irgendwas suchen, was sammeln. Hier haben wir noch einen Stock. Hier haben wir Nüsse.
Die sind auch gut, die können wir auch essen. Nehmen wir auch noch eine mit. Und ich brauche einen Stein. Hier ist ein Stein. Fein, fein. So, und jetzt können wir hier auf herstellen. Mit einem Stock und einem Stein. Uns mal eine Holzaxt craften. Und die ist ganz nützlich. Die werden wir noch öfters brauchen. Das ist unser Hauptgegenstand. Unser Haupttool. Okay. Hier. Maden. Ein Knochen. Stammesfeuerzeug. Ey, den nehmen wir mit. Den Stein nehmen wir mit. Kokosschale nehmen wir mit. Und hier haben wir gleich was Neues gelernt. Exzellent. Holz. Die Stöcke nehmen wir mit. Die sind wichtig. Lagerfeuerasche können wir auch gut gebrauchen. Und den Stein nehme ich noch mit hier. Ameisenhaufen gibt es hier übrigens auch. Der ist da vorne, der sollte man auch nicht zu nahe hin. Weil allein die Ameisen geben dir hier schon ziemlich Kopfschmerz, wenn dich eine beißt. So, mal sehen, wo wir hier sind. Ich würde gerne auf jeden Fall neben irgendeinen Fluss oder irgendein Wasser. Nicht, dass wir hier zu weit fallen. Kann schlecht ausgehen. Hier haben wir noch ein paar Pilze. Snacken. Oha. Okay. Der Sprung ist ein wenig hoch. Aber mal sehen, vielleicht komme ich hier irgendwie runter. Ich bin hier nämlich ziemlich am Edge der Klippe. Na. Erstes riskantes Manöver. Mal sehen, ob hier Kokosnüsse sind. Kokosnüsse wären auch ein Traum. Federn brauchen wir jetzt noch nicht. Ich will sie so viel mitschleppen, was ich da nicht brauche. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht runter. Nee, nee, nee. Wie spät haben wir's? Ich habe übrigens auch eine Uhrzeit, weil wenn es zu spät wird. Ah, jetzt eine Spinne. Sollten wir auch nicht zu nahe kommen, sind auch giftig. Hier ist eigentlich alles giftig. Und das beste Frühwarnsystem, manche kennen es vielleicht aus Rainbow, ist Soundwhoring. Umhören in der Gegend, was so los ist. Weil die meisten Dinge, die dich hier umbringen wollen, hörst du gleich mal. Das Einzige, was ich. Was ist das? Schlingenfalle. Okay, hier ist eine Falle. Das Einzige, was mir gerade eingefallen ist, was jetzt doch nicht so hip ist, ist, dass ich Raubtier und so auch eingeschaltet habe. Das heißt, es wäre gar nicht so schlecht und falsch gewesen, mir irgendeinen Speer herzustellen. Wenigstens regnet es jetzt.
Und es wird noch viel regnen in diesem Spiel, also. Hier im Regenwald wird uns das nicht erspart bleiben. Was haben wir hier? Ein Fluss? Nee. Ein Flussbett. Ich habe nur da hinten, habe ich irgendwas gesehen. Ein Tapir, okay. Tapir sind jetzt nicht das Gefährlichste hier im Dschungel. Und da gibt es leider auch Jaguare, Tiger und solche Geschichten. Auf die sollten wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Die sind nämlich gerade in so lichteren Stellen unterwegs. Wenn ich mich nicht sogar täusche, hat mich hier irgendwo mal ein Jaguar angegriffen. Also so Begegnungen mit Jaguaren sind nicht hübsch. So, und ich denke, wir sind in den Kreis gelaufen. Hier ist wieder die Wasserstelle. Ich werde mir jetzt mal an diesem Berg halten. Beziehungsweise, was soll's? Warum gehe ich nicht einfach diesen Weg lang? Ein paar Mäuse. Die nehmen wir mit. Kleinen Stück nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit. Die Pflanze ist hip. Die können wir weiter verarbeiten. Ich denke, dass wir mit dem Knochen, den wir haben, auch eine Knochenklinge, ein Knochenmesser machen können. Knochenklinge hier. Und diese Knochenklinge gebe ich hier seitlich rein. Mit der Knochenklinge kannst du nämlich leicht irgendwelche Sachen hier abbauen, sag ich mal. Ich hau mal diesen Baum hier nieder. Einfach aus Respektlosigkeit. Ne, und zwar, damit ich mir ein paar dieser trockenen Blätter mitnehmen kann. Die brauche ich nämlich abends fürs Lagerfeuer dann. Sammeln. Ein paar normale Blätter. Und jetzt probieren wir gleich unsere Knochenklinge hier aus. Nehmen wir noch mit. Knochenklinge probieren wir aus. Super. Super duper. Jetzt mal hier durch. Irgendwo hier muss doch ein Fluss geben oder irgendwas. Irgendwas Hübsches. Wie spät haben wir's? 14 Uhr. Ist noch in Ordnung. Hätte ich jetzt mal gesagt. Von hier bin ich auch schon mal, hier bin ich auch schon mal rüber. Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Ich muss mich rechts halten. Wenn ich jetzt noch mal dort ankomme, ist wieder die Spinne, okay. Gut, dass wir nicht drauf getreten sind. Wäre ich jetzt nicht so vorbereitet drauf, ehrlich gesagt. Oh. Hallo?
Hallo? Eine Höhle? Opa, Sie sind gerne. Hier sehe ich schon einen Skorpion oder was unterwegs. Da! Alter! Stirb! Endlich! Ja, die nehme ich mir aber gleich mit. Könnte ich mir das Abendessen kochen. Oh, hier war ich aber noch nie. Hier war ich noch nie. Was ist das? Sieht aus wie ein Aufzug. Okay. Der scheint nicht mehr so zu funktionieren. Aber hier war ich noch nie. Ich glaube, hier kommst du vielleicht nur in der Dinge unter. Eine Story oder was? Na gut, also für uns hier auch kein Weiterkommen. Schade. Die Höhle hätte mir nämlich ziemlich gefallen, muss ich sagen. Hätte ich mich schon eingelebt. Zumindest für die erste Nacht, die ersten 2 Nächte was. Jetzt wird es nämlich langsam dunkel. Und wenn es dunkel wird, dann sieht man nichts mehr. Bedeutet, ich suche mir jetzt eine kleine. Ich suche mir jetzt eine Stelle irgendwo, hier gleich vielleicht. Egal, für eine Nacht tut es. Und werde mir hier jetzt etwas. Ein Tagebuch. Hier sind unsere ganzen Rezepte, die wir schon kennen. Hier werde ich mir mal einen kleinen Unterschlupf bauen. Einfach um die Nacht zu verbringen. Erste Folge zu beenden. Die ist gleich kaputt. Ja. You gotta be kidding me. Die brauchen wir nämlich vier so dicke Stämme herstellen. Haben wir sicher Stöcke, haben wir noch genug. Hier so ein Stock noch, ein Stein noch. Zack, zack. Easy busy. Tomato squeezy. Den haben wir noch nieder. Dann sollten wir das mit dem Holz auf jeden Fall mal haben. Ein Log, zwei Logs. Check, check. Bruce Lee Move. Jetzt brauchen wir noch vier lange. Eins, zwei, drei. Wo ist drei? Hier ist drei. Ja, und der Regen kommt auch schon wieder. Aber macht nichts. Hier. Gut, dass es regnet, ich bin dreckig. So spare ich mir das Waschen. Dirty Harry. Gut, als nächstes brauchen wir aber noch. So, ich bin wieder sauber. Ein Dach würde ich mir noch gern bauen. Ein Bananendach. Ich sehe hier immer genug Bananen. Stauden. Bananen, Bäume, Büsche. 3, 4, 5, 6 können wir mitnehmen. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir irgendwo ein Blutegel oder so. Mal sehen. Mal sehen. Ich spüre etwas an meinem Bein. Andere Leute zahlen Geld dafür. Na gut. Bananenblatt hier. Ich brauche aber bestimmt noch mehr. Apropos, ich könnte hier jetzt, solange es regnet, meine Kokosnuss auslegen. Ich habe eine Kokosnussschale mit, um Wasser zu sammeln, weil wir wollen nicht verdursten. Kein Bock. Kein Bock auf Verdursten. Ich denke, wir brauchen 13. Oder 12? 16? 16? Habe ich 16 gelesen? 16, ja. Eins. Hier war noch irgendwo ein Bananenbaum. Egal.
Erstmal einen Schluck trinken. Gut, hier haben wir noch Bananenbäume. Dann geht's hier alles aus. Möchten wir dann auch noch kurz ein Feuer bauen? Nicht, dass mich hier wirklich nachts noch irgendwas attackiert. Und ein Bett. Bett, Blätterbett. Muss ich noch ein Ding bauen? Damit das alles Rang und Namen hat. Ne, ich baue mir jetzt einfach hier ein Bett drauf. Fertig. Das passt, das wird schon passen. Hier ein Bananenbett. Blattbett. Ist zu schräg oder was? Alles klar. Für ein Bett ist es zu schräg. Nicht der Hit. Aber was soll's? Was soll's? Dann müssen wir das anders machen. Wird es jetzt ein bisschen noch dauern? Dann wird das jetzt noch ein bisschen dauern. So, wir machen uns erstmal ein Feuer hier. Es wird langsam wirklich schon dunkel. Gott sei Dank haben wir dieses Feuermachgerät gefunden. Die können wir uns auch noch gleich. Den werden wir zerlegen hier, den Tukan. Den können wir dann ins Feuer geben. Den Skorpion können wir auch noch rein tun hier. Durstig. Und ich würde sagen, wir bauen uns dann einfach, wenn er nicht will, dann brauche ich Gewalt. Nee, wir bauen sie einfach hier so einen Hüttenunterschlupf. So ein Hüttenunterstand. Das passt dann schon. Ist ja gerade hier, dass ich die Nacht übernachten, dass ich übernachten kann. Ein paar Stöcke wollen wir. Jetzt wird es langsam dunkel, denke ich. Ich meine, ich sehe noch was. Für euch wird es, glaube ich, langsam etwas schwierig. Und versuche ich hier ein bisschen in der Nähe vom Lagerfeuer zu bleiben. Ich könnte mir auch eine Fackel bauen. Die Frage ist nur. Nee. Kein Stock. Hier habe ich einen Stock. Kann ich mir eine Fackel bauen. Ob die was bringt, wie lange die hält und. Aber egal, mal sehen. Wir können sie nicht reinlaufen, bitte. Können sie probieren? Nehmen wir die Lianen noch mit. Ich brauche noch. Hier haben wir einen Bananenbaum in der Nähe. Ist auch ganz gut. Bananensnacken. Aha. Brauche ich noch Stücke. Ich brauche Stücke. Oh. Okay. War nicht mein Ziel hier. Egal, die werden wir auch noch brauchen. Später. Früher oder später. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall mal Stücke. 2, 3, 4. Die Kleinen nehmen wir auch mit. Und schon ist die Fackel wieder aus. Ne. Darum meine ich. Es ist immer gut, ein kleines Dach über dem Kopf zu haben, weil es regnet sehr viel und wenn es regnet, regnet es sehr lang. Und gerade nachts, sag ich mal. Hey, bleib hier.
Den brauche ich eigentlich nicht. Ja, ich nehme ihn trotzdem mit. Den wollte ich haben. Ich will mir hier meinen Unterschlupf noch bauen, damit wir in Ruhe hier mal speichern können. Ich meine, speichern können wir hier jetzt mal. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Aber ich möchte auch noch schlafen. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte meine Energie bewahren. Sechs Blätter. Werden wir noch einige brauchen? Ah, okay. Gar nicht so viele eigentlich. Habe ich mir jetzt schlimmer erwartet, vorgestellt. Nehmen wir mal 10. 3 brauchen wir noch. Die kriegen wir hier raus. 6. 1, 2, 3. Ist schon gut, mein Kollege. Hier, Bett ist gebaut. Shit. Mein Fleisch ist verbrannt. Ja. Macht ja nix. Gut, dann noch ganz kurz schauen. Wir haben hier haben wir unser Tagebuch, das erkläre ich euch noch ganz kurz. Hier haben wir zum Beispiel ein paar Rezepte, die wir dann bauen können. Hier haben wir die Pflanzen, die wir schon getestet haben, zum Beispiel die Pilze, die verschiedenen, und diese Pflanzen, die wir abgebaut haben. Hier haben wir unsere verschiedensten Probleme, die wir haben können, sage ich mal. Und hier die Skills, Baumaterial, Feuer und weiteres, Wasser und weiteres. Fallen können wir mal bauen, Schlingenfalle hier. Und das ist dann noch, ich sag mal, für Luxus. Na gut, ich würde sagen, wir legen uns mal hin. Beenden damit die erste Folge, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, einfach ein Geronimo wäre schon ein Hit. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns. Auf Wiederhören.